Steam wird komplett umgebaut, Assassin's Creed geht nach China und Sleeping Dogs bekommt einen Nachfolger. Naja, so halb. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier, hätte für dieses Format auch schon mal fast einen halben Nachfolger bekommen, aber jetzt kommen ganz normal die News. Valve hat den Steam Store komplett umgebaut. Ziel dieser ganzen Maßnahme soll es sein, im Wust der hunderten Spiele-Releases, die es täglich gibt, die wirklich coolen Sachen noch entdecken zu können. Deswegen hat man das Ganze auch das Entdeckungslisten-Update genannt und Herzstück der Sache ist natürlich das namensgebende Entdeckungslisten-Feature. Funktioniert so, jeder von euch hat auf seiner Store-Seite jetzt eine sich täglich aktualisierende Liste von Vorschlägen, was ihr so als nächstes spielen könntet. Das basiert zum Teil auf euren Spielevorlieben, zum Teil auf Empfehlungen von Freunden und anderen Leuten. Und dann könnt ihr bei diesen Spielen sagen, ja, finde ich gut, kaufe ich mir sofort oder packe ich auf meine Wunschliste. Oder ihr sagt, nee, das will ich nun wirklich nicht haben und die Liste passt sich dementsprechend an und ihr bekommt täglich neue Vorschläge. Sollte das nun nicht reichen, gibt es noch eine zweite neue Funktion, nämlich die sogenannten Steam-Kuratoren. Kurator kann jeder werden, der einfach nur eine Spielebesprechung auf Steam schreibt oder Spiele in Listen zusammenfasst. Wenn ihr euch also für einen Experten in Sachen Survival-Spiele oder in Sachen Jump-Runs haltet, könnt ihr Steam-Kurator werden und je nachdem, wie gut andere Leute eure Empfehlungen und Empfehlungslisten finden, sammelt ihr dann eine große Schar von Anhängern und könnt, so drückt es Valve aus, Meinungsführer werden. Außerdem hat Valve auch die Suche überarbeitet, da gibt es jetzt noch mehr Filter und so solltet ihr auch wirklich alles finden, was ihr schon immer haben wolltet. Ubisoft hat für uns eine China-Überraschung oder wie man in Fachkreisen dazu sagt, Surprise! Assassin's Creed Chronicles China heißt ein neuer 2,5D-Ableger der Assassin's Creed-Reihe und der spielt im 16. Jahrhundert in China. Man spielt die Assassinin Shao Jun und die springt und metzelt sich da durch vermutlich fiese Templerschergen. Das Ganze ist Teil des Assassin's Creed Unity Season Pass. Wer also diesen Pass bestellt, bekommt nicht nur die Erweiterung Dead Kings und drei neue Story-Missionen für Assassin's Creed Unity, sondern auch den 2,5D-Ableger für PC, Xbox One und PlayStation 4 zum Download. Was dieser Season Pass in Deutschland kosten wird, ist noch nicht so ganz klar. In den USA wollen sie $30 dafür haben. Aber wenn man zum Beispiel die Gold Edition von Assassin's Creed Unity für PC bestellt, da ist der Season Pass schon drin. Und wir bleiben in Asien und bei unvorhergesehenen Ereignissen oder wie wir es sagen würden. Surprise! United Front, die Entwickler von Sleeping Dogs, haben nämlich ein neues Spiel vorgestellt, das heißt Triad Wars und ist im Großen und Ganzen ein Multiplayer-Spin-Off zu Sleeping Dogs. Das Ganze wird für Free-to-Play auf PC erscheinen und man macht da das Gleiche, was man auch schon in Sleeping Dogs macht, nur auf der anderen Seite des Gesetzes. Man ist jetzt also ein Triaden-Gangster, der sich mit anderen Triaden-Gangster zu Triaden-Gangster-Banden zusammentut und da eben Sachen machen, die Triaden so machen, rumfahren, Leute verhauen, Leute erschießen. Wie sich das Ganze spielt, kann man demnächst schon rausfinden. Man kann sich nämlich jetzt auf der offiziellen Website schon zur Closed Beta anmelden. Solltet ihr übrigens damals Sleeping Dogs verpasst haben, bekommt ihr jetzt nochmal eine Chance, denn das Spiel erscheint am 10. Oktober nochmal für PC, PlayStation 4 und Xbox One in der Definitive Edition. Zum Schluss noch ein Hinweis. EA hat mal gesagt, wenn sich nur genügend Leute finden würden, die Frauenfußball in FIFA fordern, dann bauen wir auch Frauenfußball in FIFA ein. Das hat der Michael von Games & Politics sich gemerkt und nimmt EA jetzt beim Wort. Er hat nämlich eine Petition gestartet. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr auch mal Damenteams in den FIFA-Spielen haben wollt, dann schaut doch auf der Petition vorbei und unterzeichnet da. Michael würde sich bestimmt freuen. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Weiterspielen.